Ja, hallo und herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube, zu einer Nachrichtensendung rund um das Thema, wo die Welt bewegt wird. Man kann natürlich ein bisschen nachlesen, so das Gröbste in der Videobeschreibung. Und wer vorspulen will, dann nachher im Nachgang. Bei Minute 3 geht's dann los. Danke für eure Däumchen, danke fürs Weiterempfehlen. Und ich war wieder für euch unterwegs heute für eine nächste TV-Reportage. Jo, die kommt dann auch demnächst. Hier bei Schwarzwald TV, eurem regionalen Infokanal auf YouTube. Und mich gibt es nicht nur hier auf YouTube, sondern auf Instagram, Facebook und Twitter und natürlich auf Schwarzwald TV Breaking News Hashtag Shorts, der Short-Kanal auf YouTube. Link in der Videobeschreibung. Da meldet sich auch schon Black Forest Unicorn. Guten Abend. Ja, hallo, guten Abend, herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Die ganzen Links zu den anderen Plattformen in der Videobeschreibung. Folgt mir auch dort, vor allem meinen beiden anderen YouTube-Channels. Genau, es gibt noch zwei, schaut einfach mal nach. Ja, wir haben heute brisante Themen, erschreckende Meldungen, wie ich schon im Titel drinstehen habe. Rund um das Thema, was die Welt bewegt. Ja. Kennt ihr alle meine Telegram-Gruppe? Tja, die Leute aus der Telegram-Gruppe werden jetzt in dem Moment informiert, dass ich live online bin. In dem Moment poste ich nämlich hier. Zack. Wumm. Genau. Den Link rein. Und am einfachsten ist, man legt kostenfrei ein Google-Konto an, so wie die meisten das getan haben. Und folgt mir direkt dort. Ja, manche können es nicht, weiß ich nicht. Manche können es nicht, wollen es nicht. Die wollen dann so alarmiert werden. Es dauert halt ein bisschen verzögert. Jetzt live. Zack. Und dann natürlich noch in die WhatsApp-Gruppen. In die WhatsApp-Gruppen geht's auch gerade noch rein. So, jetzt live. Zack. Jetzt sind die meisten sind alle informiert, dass es hier Nachrichten gibt.
Ja, Nachrichten aus aller Welt wollte ich schon sagen. Nee, eigentlich, ja, betrifft eigentlich alle und natürlich Deutschland. Ganz wichtig. Ja, gratis Thema Nummer 1. Guten Abend übrigens, Peter Zimmermann und Papa ist auch noch dazukommen. Ja, wie die Welt berichtet, Welt kennt ihr alle, würde eine deutliche Mehrheit der Wahlberechtigten laut einer aktuellen Forsa-Umfrage einen sofortigen Rücktritt Armin Laschets als CDU-Chef befürworten. 66% der Befragten halten es demnach für richtig, wenn Laschet das Amt gebe. Wie aus dem am Dienstag veröffentlichten RTL-NTV-Trendbarometer hervorgeht. Und das Meinungsforschungsinstitut Forsa hat dafür im Oktober rund 2.500 Menschen befragt. Das ist natürlich spannend. Also die Mehrheit der Deutschen, die sind für einen sofortigen Rücktritt von Laschet. Ja, also der Kanzler steht oder Kanzler, Kanzlerin, keine Ahnung, steht ja im Moment noch nicht fest, wer wird's? Ja, eure Tipps gebt sie mal in die Kommentare ab. Was meint ihr, wer wird den Kanzlerposten besetzen dürfen? Wollen? Ja. Und dann schreiben sie weiter, 24% der Befragten und auch nur 40% der CDU sowie 23% der CSU-Anhänger halten es für richtig, dass Laschet zunächst noch Parteichef bleiben möchte. Bei der Sonntagsfrage kommt die Union in der Umfrage weiterhin auf 20%. Und ja, die SPD, die würden 26% wähle. Die Grüne und FDP kommen wie in der Vorwoche auf 16 bzw. 14% und die Linke könnte mit 5%, die AfD mit 9% rechnen. Es ist einfach spannend. Ja, genau. Da gibt es ja so einen Spruch, wer nichts wird, wird, wird. Ja, und der geht noch weiter. Ja, so viel eigentlich zu diesem. Es ist natürlich eine spannende Sache, mir gerade ins Auge gefallen, obwohl ich eigentlich ein anderes Thema noch anritzen möchte. Ja, rund um das Thema, ich betitel es jetzt Schlumpfen. Ihr versteht alle mich, dass ich Schlumpfen das nenne. Geschlumpft und ungeschlumpft aufgrund von der Zensur auf YouTube, weil manche Worte darf man einfach nicht mehr aussprechen. Ja, deshalb wird halt geschlumpft oder man ist nicht geschlumpft. Stefan Kubrat Buckmann, guten Abend. Ja, ich habe eine Maus hier als Thumbnail gewählt. Eine Maus, die eigentlich gern Speck möchte, die gern Schokolade möchte oder Käse. Nein, sie wird angelockt mit einem Stück trockenem Holz. Das kann man jetzt so oder so verstehen. Einfach so symbolisch für diesen Livestream. Genau. Und ihr könnt gern mal raten. Also es gibt vielleicht manche Leute, die vielleicht wissen, wo ich das Bild aufgenommen habe. Also, ich sag jetzt mal, es ist was, es ist nicht weit weg und man kann dahin, man kann sich wohlfühlen oder auch nicht. Es sind viele Menschen immer wieder dort. Schreibt es mir mal in die Kommentare darunter, wo ich das Bild fotografiert habe, kürzlich mal und vor allem, wenn die Leute wissen, wo, dann eigentlich genau beschreiben, wo genau. Ich bin mal gespannt, ihr bekommt's. Also es ist keine echte Maus. Man sieht's. Sonst wird hier ja, nein, nix. Ich lock doch nicht meine Mäuse an mit einem Stück Holz. Nein, nein, nein. Das mache ich mit der Flöte. Wie der Rattenfänger von Hameln.
Ja, dann haben wir natürlich ein weiteres Thema. Ein Rechtsgutachten bestätigt, 2G- und 3G-Regeln verstoßen gegen das Grundgesetz. Die massiven Einschränkungen für sogenannte Ungeschlumpfte sind verfassungswidrig. Ja, das stellt der Staatsrechtler Dietrich Mursweg in einem Rechtsgutachten fest. Er fordert als Konsequenz alle Benachteiligungen Ungeschlumpfter durch 2G und 3G und andere Regeln sofort aufzuheben. Es gibt natürlich viele Menschen, die würden das gern weiter durchziehen. Die stehen langsam auf Maßnahmen. Ja. Und Dr. Ryan Cole, ja, er ist Pathologe und Inhaber sowie Betreiber eines Diagnostiklabors. Und er stellte fest, dass bei geschlumpften Patienten es einen massiven Anstieg verschiedener Autoimmunerkrankungen und Krebsarten gibt. Das macht mir schon zu denken. Bei Gebärmutterkrebs hat er einen unvorstellbar enormen Anstieg um das 20-fache festgestellt. Ja. Und was auch erstaunlich ist, auch noch ein Thema, was wir heute anritzen, erstaunlich, dass bislang kaum jemand sich für die Biografie von Kanzlerkandidat Olaf Scholz interessiert hat. Insbesondere für die Anfänge seiner politischen Karriere in der SPD, als er eine innige Nähe zum SED-Regime in der DDR pflegte. Dabei ist dieses Kapitel in seinem Lebenslauf von besonderem Interesse. Schließlich bezeichnete sich Scholz damals selbst als glühenden Marxist. Das seid ihr jetzt auch platt, oder? Was ist so alles im Was es so alles gibt, was man so alles lesen kann. Oh, heute bin ich aber ein bisschen. Jo. So. Was kommt hier jetzt? Ja. Ich habe gerade ein großes Lob bekommen. So. So, jetzt haben wir hier. Kommen wir mal zu diesem Rechtsgutachten. Ne? Und zwar, das ist ein Artikel vom Günter Strauß. Ja, Günter Strauß. Sämtliche 2G- und 3G-Regeln, insbesondere 3G mit kostenpflichtigem Test, das ist ja nämlich auch noch was. kostenpflichtigem Test. Es ist ja so, seit diesem Montag, seit gestern, müssen die Ungeschlumpften die Tests bezahlen, diese Bürgertests. Ja. Also wenn man jetzt Symptome hat, dann natürlich bekommt man die Tests weiterhin kostenlos. Aber die normalen Bürgertests, wenn man jetzt in ein Restaurant gehen möchte zum Essen oder in eine Bar, in einen Club, die bekommt man nicht kostenlos. Und ja. Und so ist es natürlich auch, ich glaube so 18 € kosten die. Ja, wenn man zu einem Elternabend kommt, da gilt natürlich auch die 3G-Regel. Und ja, deshalb fallen die Elternabende recht schmal teilweise aus, nicht so viel Beteiligte. Und ja, weil wer will denn 18 € bezahlen, dass er einen Eintritt bekommt zu einem Elternabend? Tja.
So ist das. Also ich bin echt platt, was ich da so entdeckt habe. Und ja, mit diesen kostenpflichtigen Tests ist es so, dass insbesondere die Benachteiligung bei Quarantänepflichtigen sowie das Vorenthalten der Verdienstausfallentschädigung für die Ungeschlumpften sind eben mit dem Grundgesetz unvereinbar und verstoßen gegen die Grundrechte der Betroffenen. Das ist jetzt sozusagen ein Rechtsgutachten. Aber so ein Rechtsgutachten, das heißt ja erstmal noch gar nichts. Ja? Man muss da natürlich, man muss klagen. Ja? Mit so einem Rechtsgutachten muss man klagen. Und die Frage ist halt, wer klagt? Ja? Und übrigens, habt ihr es auch mitbekommen? Heute Nachmittag, ja, heute Nachmittag, da kam aus einer Umfrage ein Bericht, also eine neue Umfrage, und zwar die CDU, die sei auf 19% gesunken. So schlecht war der Wert der CDU-Union noch nie. Das muss man sich mal geben. Und Buckman, du findest es dumm, dass Geschlumpfte sich nicht testen müssen. Ja, finde ich auch dumm, weil immerhin können ja die Geschlumpften trotzdem erkranken, ja. Und können trotzdem krank werden, andere anstecken. Und ja, das ist einfach. Also ich kenne einige, die sind geschlumpft und sind krank worden. Ich kenne aber auch welche, die sind ungeschlumpft und sind auch krank worden. Manche, die, da geht es einfach ohne Symptome über einen weg, bei die andere richtig heftig. Das gibt es aber bei jeder Influenza. Ne? Bei jeder Influenza kommt sowas natürlich auch vor in die letzten Jahre. Vor allem ältere Leute, ja, wenn man das alles anguckt, die meiste, ja, ältere Menschen, so Dezember, Weihnachten, Neujahr, das ist die Zeit, wo man gern beisammen sein will. Und wenn dann viele Leute älter sind und alleine, ja, die denken dann zurück und es gibt halt sehr viele Sterbefälle, meistens am Ende vom Jahr. Und guten Abend, Frau Väterlein. Ja, so. Stefan schreibt, diese ganzen Maßnahmen, die gab es schon mal, wenn man die deutsche Geschichte kennt. Ja, genau. Die gab es schon mal. Also, kommen wir hier mal weiter. Was wird hier genau gewollt? Also, dass hier natürlich ein Verstoß gegen Grundrechte der Betroffenen vorliegt, das ist das Fazit eines Rechtsgutachtens, das der Freiburger, und deshalb bringe ich ja das, das ist ein Freiburger Staatsrechtler, Dietrich Mußwick, im Auftrag der Initiative Freie Impfentscheidung e.V. erstellt. Jetzt habe ich das Wort doch gesagt, weil das der Verein ist, erstellt hat. Ja, vielleicht kriege ich ja den Herrn mal vor die Kamera. Das wäre mal interessant, dass man sich so irgendwo trifft. Er fordert darin, alle Benachteiligungen sogenannter Ungeschlumpfter müssen sofort aufgehoben werden. Die 2G-Regel schließt Menschen vom öffentlichen Leben aus, denen keiner der Schlumpfstoffe
verabreicht wurde, die vor C19 schützen sollen. Danach dürfen Geschlumpfte und von der Atemwegserkrankung Genesene öffentliche Räume betreten, an Veranstaltungen teilnehmen und Restaurants aufsuchen. Die 3G-Regel lässt das auch für Menschen mit einem aktuellen Test zu. Doch ihnen wird laut Murswick die Teilnahme am öffentlichen Leben so sehr erschwert, dass sie faktisch weitgehend draußen bleiben müssen. Ja, es gibt sogar ja mittlerweile Berichte, dass Unternehmen umstrukturieren, ja, Mitarbeiter kündigen, praktisch die Knarre auf die Brust setzen, kann man da schon fast sagen, und sage, entweder du lässt dich schlumpfen oder du kannst gehen. Ja, also selbst bei einer Schweizer Fluggesellschaft, da geht's auch schon richtig zur Sache. Der Herr Murswick erstellt fest, dass diese Regelungen schränken die Freiheiten der Ungeschlumpften auf schwerwiegende Weise ein. Die 3G-Regel und die seit Montag kostenpflichtigen Tests führten außerdem dazu, dass sehr vielen Menschen die Wahrnehmung ihrer Freiheitsausübung praktisch unmöglich gemacht werde. Ja, und dann, Zitat, im Übrigen wird sie so teuer, dass die Betreffenden größtenteils darauf verzichten werden. Ja, sieht man ja, Thema Elternabende. Beispielsweise, wenn ein Cappuccino im Café nicht mehr für 3 Euro zu haben ist, sondern einschließlich des Preises für den Test 18 oder 20 Euro kostet, oder wenn die Kosten für den Kinobesuch sich einschließlich des Tests mehr als verdoppeln. Jo, jetzt ist die Frage, ist das so gewollt, um die Leute dazu noch mehr zu bewegen, sich schlumpfen zu lassen? Ist es gewollt, um noch mehr Schaden anzurichten? Keine Ahnung. Kann sich jeder seine eigene Meinung denken? Es ist ein indirekter Schlumpfzwang. Ja? Also irgendwann laufen dann alle wohl mit so einer weißen Mütze rum. Der Staatsrechtler betrachtet die Einschränkungen für die Betroffenen als indirekten Impfzwang. Ist hier im Zitat. So schreibt er hier, diese Freiheitsbeschränkungen verletzen das Recht auf allgemeine Handlungsfreiheit und weitere Grundrechte, denn sie lassen sich nicht rechtfertigen. Sie seien außerdem unverhältnismäßig für das offizielle Ziel dieser Maßnahmen, die C19-Epidemie einzudämmen. Um eine Überlastung der Intensivstation zu vermeiden, seien die Regeln nicht erforderlich. Jo. Und das ist natürlich, wenn man da zum Thema Krankenhäuser kommt, zum Thema Krankenhäuser. Sekunde. Ich habe da irgendwo eine Nachricht heute noch erhalten. Also, genau, in dem Sinn, gerade hier, es gucken natürlich auch vielleicht schon Geschlumpfte zu, wie weit würdet ihr denn gehen, wie weit würdet ihr es mit euch machen lassen? Mal so, ja, wie viel Schlumpfungen, so, jetzt haben wir ja, die meisten haben ja 2 hinter sich, jetzt kommt die dritte, dann kommt irgendwann die vierte, dieses Zertifikat hat ja auch ein Ablaufdatum, so nach einem Jahr.
Ja, dann, es heißt zwar, es ist ja technisch, ja, eine technische Einschränkung und so. Es ist ein bisschen kompliziert. Man kann es natürlich, so wie der Stefan hier schreibt, es schon fast als Diskriminierung sehen. Und also, ja, jeder Verbrecher bekommt natürlich seine Strafe. Das ist meistens so. Und ja, was haben wir hier? Habt ihr das eigentlich mitbekommen? Da ging es um eine Sprecherin der Grünen Jugend, was die so herabgelassen hat. Und dann kommt der Rückzug. Ja? Muss gerade gucken. Ah, hier habe ich's. Das ist natürlich auch interessant. Viele kennen ja den Herrn Reitschuster. Der Herr Reitschuster macht auch exzellente Arbeit. Der besucht immer die Bundespressekonferenzen. Und ich habe diese Pressekonferenz selber angeguckt, ja, komplett ungeschnitten. Und ich zitiere jetzt gerade mal hier. Wo ist es? Wie das Gesundheitsministerium einem Nebensatz das Corona-Narrativ ins Wanken bringt. Punkt, Punkt, Punkt. Es zitiert: Ich kann sagen, dass zu keinem Zeitpunkt mehr als 25% der Intensivbetten mit C19-Patienten belegt waren. Das ist der hohen Zahl von Intensivbetten zu verdanken. Das sagte Spahns Sprecherin bei der Bundespressekonferenz. Es klang wie ein Versehen. Kann man angucken auf dem YouTube-Channel von Reitschuster. Und zwar, er hat ja zwei Kanäle. Auf dem Hauptkanal ist er ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, wieder mal gesperrt. Da tun ihm manche nicht gut. Aber damit ihr da hinkommt, der ist ja mittlerweile auf Rumble unterwegs, das kenne ich noch gar nicht. Und deshalb tue ich euch in die Videobeschreibung dann rein den Link dazu nach der Sendung, den Link zu dem Bericht, und in dem Bericht ist das Video verlinkt, diese Bundespressekonferenz, wo das, was ich gerade gesagt habe, erzählt wird, wo ich das selber gehört habe. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Sie hat dann nur so komisch geguckt. Und ja, Sabrina ist noch erkältet. Ja, das ist okay. Am 14.10. habe ich die zweite Schlumpfung und ich belasse es bei dieser zweiten Schlumpfung und warte ab, was die Wirkung bei mir ausmacht. Ich bin dafür, dass Ungeschlumpfte sofort ihre Freiheit bekommen. Das sind doch gute Einstellungen. Milus Wiss, zuerst 3G, dann 2G, dann 1G. Ja, es gibt ja sogar mittlerweile schon die ersten Betriebe in Bayern zur 2G-Einführung. Es gibt auch schon bereits schon 1G-Betriebe auch schon. Kam mal in, ja, Übersee-Nachrichten, fang es irgendwo an. Naja. Aber diese Maske muss weiterhin getragen werden. Ne? Viele haben ja gedacht, dass wenn man geschlumpft ist, dass man alle Freiheiten zurück hat. Nein, Leute.
das wird nie der Fall sein. Das wird noch schlimmer werden. Das wird noch schlimmer werden, wenn nichts passiert. Und ja, dann steht hier, wo haben wir's? Der Staat, habe ich das schon gehabt? Ja, mit der Überlastung der Intensivstation. Murswick weist in einem 111-seitigen Gutachten nach, dass eine Gefahr für die Überlastung der Intensivstation nicht besteht. Auch um schwere Krankheitsverläufe und Todesfälle zu reduzieren, dürfe die Freiheit von Menschen nicht eingeschränkt werden, betont er. Dabei gehe es nicht um Gefahrenabwehr, sondern um die Optimierung des Gesundheitsschutzes im Sinne einer Risikovorsorge. Der Staatsrechtler erinnert an Folgendes. Zitat: Die Freiheit ist dem Einzelnen nach dem Grundgesetz Kraft seiner Menschenwürde garantiert. Er erhält sie nicht erst dann von der Obrigkeit zugeteilt, wenn er beweisen kann, dass er vom Staat definierte Kriterien für seine Ungefährlichkeit erfüllt. Die durch die Regeln bewirkten Freiheitseinschränkungen für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene seien aus seiner Sicht in ganz besonderem Maße unverhältnismäßig. In diesen Altersgruppen führt eine Infektion mit dem SARS-CoV-2 fast nie beziehungsweise selten zur Erforderlichkeit einer Intensivbehandlung. Deshalb würde die Regeln bei diesen Altersgruppen praktisch nichts beitragen, um eine Überlastung der Intensivstation zu vermeiden. Und zudem ist es ein übermäßiger, unrechtsmäßiger Eingriff. In seinem Gutachten stellt Murswick fest, dass die Ungleichbehandlung von geschlumpften und ungeschlumpften Menschen gegen den Gleichheitssatz des Grundgesetzes Artikel 3 Absatz 1 verstößt. Sie wäre nur dann gerechtfertigt, wenn die Geschlumpften durch die Schlumpfung sterile Immunität erlangt hätten und nur die Ungeschlumpften sich infizieren und das Virus weiterverbreiten können. Und ja, das tut's halt nicht. Doch inzwischen sei wissenschaftlich belegt, dass die Injektion mit den experimentellen Stoffen gegen C19 nur sehr unvollständig vor Ansteckung schützt und dass der anfangs gegebene unvollständige Übertragungsschutz nach wenigen Monaten nachlässt und schon nach 4 Monaten praktisch nicht mehr vorhanden ist. Die Impfung vermittle keine sterile Immunität. Auch Geschlumpfte können sich eben infizieren, infektiös werden und andere Menschen anstecken. Das ist ja mittlerweile schon überall bekannt. Murswick belegt alle seine Aussagen im Gutachten mit zahlreichen Quellennachweisen. Indem ungeschlumpfte Menschen benachteiligt werden, werde ein starker Druck auf sie ausgeübt, sich impfen zu lassen. Ja, manche haben halt einen Druck. Und das bestätigte unter anderem Kanzleramtminister Helge Braun von der CDU im Juli 21 gegenüber der Bild-Zeitung. In einem Interview antwortete er auf die Frage, wie erreicht werden könne, dass sich mehr Menschen schlumpfen lassen. Und er sagt, Zitat: Geschlumpfte werden definitiv mehr Freiheiten haben als Ungeschlumpfte. Also, Staatsrechtler Murswick widerspricht in seinem Gutachten klar. Der staatlich erzeugte Schlumpfdruck ist verfassungsrechtlich als Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht über die körperliche Unversehrtheit sowie als Eingriff in das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz einzustufen. Auch das lasse ich nicht mit den unverkündeten Zielen rechtfertigen.
die Intensivstation nicht überlasten und schwere Krankheitsverläufe verhindern zu wollen. Ja, und dann geht es um ein riesiges Humanexperiment. Oh, da hat es dich aber ziemlich heftig erwischt, Frau Federlein. Ja, so kann man das aussagen. Eine Abo-Schlumpfung. Eine Abo-Schlumpfung. So. Mal gucken. Jetzt, bei mir hat das Stream, glaub, gehangen. Irgendwas war da. Irgendwas war da. So. Ich komme noch an, oder? Ihr könnt mich alle noch gut verstehen. Gibt mir mal kurz Rückmeldung. Was schreibst du? Ja, keine schöne Krankheit, nee, also, ein riesiges Humanexperiment. Der indirekte Impfzwang sei unverhältnismäßig, wird hier geschrieben, weil er das Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen bezüglich ihrer körperlichen Integrität äußerst schwerwiegend einschränkt und ihnen schwerwiegende Lebens- und Gesundheitsrisiken auferlegt. Der Staat dürfe Menschen nicht zu ihrem eigenen Schutz vor C19 zwingen. Zudem seien die Geschlumpften bereits durch die Injektion geschützt. Oh, der Frank ist auch da. Nach Ruckeln geht es weiter. Es hat geruckelt. Okay. Ja, es ist irgendwie. Durch das, weil ich hier die Tabs alle. Kess Georg, guten Abend. Guten Abend. Das Internet, das liebe gute Internet auf dem Hotzewald. Ja. Das ist leider so. Ich kann da nichts ändern. Es dauert noch ein Weilchen, bis das hier schnell läuft. Oh, ist halt kein Empfang da. So. Der Staatsrechtler erinnert in seinem Gutachten auch daran, dass bisher keine denkbaren Langzeitrisiken der seit Ende 2020 eingesetzten experimentellen Stoffe gegen C19 bekannt sind. Seine Schlussfolgerung: Die massenhaften Schlumpfungen haben besonders den Charakter eines riesigen Humanexperiments. Eine direkte C19-Schlumpfpflicht würde deswegen gegen die Menschenwürdegarantie nach Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes verstoßen. Beim indirekten Schlumpfzwang müsse laut Murswick berücksichtigt werden, dass die Teilnahme an einem medizinischen Menschenversuch nicht erzwungen werden darf, dass ungeschlumpfte Menschen im Quarantänefall keine Verdienstausfallentschädigung erhalten sollen, verstärke das Gewicht der Freiheitseinschränkungen. Mit dieser Maßnahme setzt der Staat in besonders deutlicher und zynischer Weise die Schlumpftour als Tor zur Freiheit ein. Naja, gute Nacht, gutes Nächtle, gute Besserung. Es gibt für Murswick keine verfassungsrechtliche tragfähige Rechtfertigung, dass nur diejenigen ihre Freiheitsrechte wahrnehmen dürfen, die geschlumpft sind. Zitat: Damit wird das Freiheitsgeständnis,
des Grundgesetzes umgedreht. Der Einzelne ist nicht mehr Kraft seiner Menschenwürde frei, sondern er ist frei, weil er sich einem staatlichen Ansinnen unterwirft, dem Ansinnen, sich schlumpfen zu lassen. Ja, auch die Ärztinnen und Ärzte für individuelle Schlumpfentscheidung, kurz EFI, 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 unterstützen unterdessen Klagen gegen die 2G-Regeln bis hin zur Verfassungsbeschwerde. Der Verein hatte bereits die Aktion 2G geht gar nicht gestartet mit Hashtag, welche mittlerweile über 1000 Statements zusammengetragen hat. 2G geht gar nicht. Den Hashtag könnte ich bei mir übernehmen. In der Videobeschreibung. Hiyo. Andreas T. Guten Abend. Oder guten Morgen. Noch aus Wuppertal. 12 Uhr in Lenzkirch. Alle 3 Tage in Test. In Test. Okay. Bookman. Die Frage ist ja, ist der Virus A wirklich schlimm? B hat zahlreiche Tote geliefert oder diese Ausmaß eher geschuldet, dass vorerkrankte Menschen, ältere Menschen, schlimmere Verläufe. Jetzt passt mal auf, ich habe ein Gespräch mitbekommen in Bad Säckingen zwischen einer Apothekerin und einer Seniorin. Die haben sich unterhalten. Und ja. Eine Apothekerin sei irgendwie gar nicht so. Man könnte natürlich mit Naturheilmedizin und. Das Ganze da gibt es ja andere Sachen. Jo, echt interessant. Und dann hat sie angefangen mit den ganzen Leichenbergen in Italien und Co. Dann habe ich gesagt, haben Sie... Darf ich mich da eingrätschen? Haben Sie die Leicheberge selber gesehen? Mit echten Augen? Oder nur auf dem Fernseher? Tja, und dann habe ich ihr die Geschichte erzählt von RTL und von dem Video, ja, wo der dieser Bestatter gesagt hat, ich habe mir das Video gesichert. Ich sichere mir sämtliches Videomaterial auf dem externen Server. Da kommt man nicht dran von außerhalb. Also das kann nicht von extern gelöscht werden. Das ist weg vom PC. Und da hat doch der eine gesagt, und das ist viral gegangen, das Ding. Jetzt ist wieder die Verbindung da. Okay. Ja, das war irgendwie so. Keine Ahnung, was da los ist. Das ist das Internet. Es läuft wieder. Es ist wieder. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Herr Freeze Stream. So. Dann kommen wir hier mal weiter zum nächsten. Bestes Netz in Deutschland, ja, so ungefähr. Wie der Schweizer Käse. Umgedrehtes Freiheitsverständnis, ja. Es gibt für Murswig keine verfassungsrechtliche tragfähige Rechtfertigung, dass nur diejenigen ihre Freiheitsrechte wahrnehmen dürfen, die geschlumpft sind. Damit wird das Freiheitsverständnis des Grundgesetzes umgedreht. Der Einzelne ist nicht mehr in Kraft seiner Menschenwürde frei, sondern er ist frei, weil er sich mit einem staatlichen Ansinnen unterwirft. Mit Ansinnen sich schlumpfen zu lassen. Wollte es gerade nur nochmal wiederholen. Auch die. Ach so, das haben wir ja schon gehabt. Aber jetzt hier, der Murswig, Jahrgang 48 ist er, war bis 2016 Professor für Staats- und Verwaltungsrecht, seit 1999 auch deutsches und internationales Umweltrecht an der Albert-Ludwig-Universität Freiburg im Breisgau und Direktor der Abteilung 3 Staatsrecht des Instituts für öffentliches Recht. Er ist nach eigenen Angaben als Gutachter, Rechtsberater, Prozessvertreter im Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht und Völkerrecht tätig.
Ah, das wäre doch schön, mal von ihm ein Interview zu kriegen. Seit Mitte der 1980er Jahre berät er Bundestagsabgeordnete der CDU-CSU-Fraktion in staats- und völkerrechtlichen Fragen, Rechtsgutachten und Prozessvertretungen, hat aber auch für andere Parteien oder Fraktionen schon übernommen. Die Initiative Freie Schlumpfentscheidung, ja, wurde eigenen Angaben zufolge 2019 gegründet. Zum Anliegen des Vereins heißt es auf dessen Webseite: Eine freie, mündige und verantwortungsbewusste Schlumpfentscheidung ist nur auf der Basis von möglichst wahrheitsgetreuen Fakten und ohne Druck oder gar Zwang möglich. Die Masern-Schlumpfpflicht, der C19 Schlumpfzwang und die weitgehend unseriöse Argumentation ihrer Befürworter stehen für uns einen unzulässigen Eingriff in die Selbstbestimmung und Menschenwürde dar. Na, das ist mal ein Artikel. F5, ja genau, wenn es irgendwann, wenn das Stream leckt, einfach F5 drücken und dann klappt das Ganze. So, das war das hier. Und dann, was haben wir hier noch? Eben, das ist diese Sache mit dem Pathologe, mit den Immunerkrankungen, ne, was man da jetzt, was ich vorher am Anfang angetriggert habe. Da schreibt es Sven Reuth, dass bereits im Juni dieses Jahres der in Florida praktizierende Urologe Dr. Diego Rubinowitz erklärt in einem Interview mit dem US-Nachrichtensender CBS, dass er bei Patienten 6 Wochen lang nach der C-Schlumpfung merkwürdige Blutwerte gemessen habe. Ja klar. Ja, das bin mal, das wäre natürlich interessant, da ein Interview mit dem zu bekommen. Muss man mal schauen, wie das machbar ist. Wo ist F5 beim Tablet? Gute Frage. Normalerweise wiesen diese Männer auf ein Krebsgeschehen in der Prostata und bei Frauen Unfruchtbarkeit hin. Aha. Ich habe doch so etwas mal gelesen, dass es irgendwie eine Unfruchtbarkeit geben soll. Durch die Schlumpfung. Naja. Der sogenannte PSA-Krebsmarker weise nach der Verabreichung des Vakzins 8-mal höhere Werte auf als normal. Bei Vorsorgeuntersuchungen schrillen in einem solchen Fall alle Alarmglocken. Aha. Also lasst euch, wenn ihr Frau seid und euch da untersuchen lasst und so. Passt mal auf, was da untersucht wird und was die Werte sind. Seid kritisch. Nun stellt sich heraus, dass das Abwehrsystem des menschlichen Körpers nach einer der neuartigen mRNA- und Vektorschlumpfungen offenbar so stark durcheinander gebracht wird und die Lymphozyten geradezu verrückt spielen, dass zumindest bei einer bestehenden Krebserkrankung, die bislang unter Kontrolle war, eine ungebremste Metastasierung und Ausbreitung des Tumors einsetzen kann. Krass. Hey Leute, abonniert meinen Zweitkanal in der Videobeschreibung drin, weil ich weiß ja nicht. Ja? Tja. Einfach so nur zur Sicherheit, dass wir in Kontakt bleiben können. Schon bei der viel beachteten Konferenz des Pathologischen Instituts Reutlingen kam das Thema Krebs im Zusammenhang mit der C19-Schlumpfung zur Sprache. Die Experten sprachen dabei von
Turbokrebs und meinten damit ein explosives Krebsgeschehen in zeitlichem Zusammenhang mit einer Schlumpfung. Im Abschlussstatement auf der Webseite pathologiekonferenz.de formulierten die Mediziner daher eine Forderung wie folgt. Vor allem folgt mir auch auf meinem anderen Kanal, auf dem UMI 1976, der Link ist in der Videobeschreibung. Da fehlen nicht mehr viel, nur noch 97 bis 1000, dann kann ich dort auch live senden, falls hier alle Stricke reißen. Ja. Aus den Untersuchungsergebnissen resultieren rechtliche und politische Forderungen. So zum Beispiel nach unverzüglicher Informationssammlung durch die Behörden, um die gesundheitliche Gefährdungslage der Bevölkerung durch die C19-Schlumpfstoffe bewerten zu können. Zum Beispiel können durch Einsichtnahme in die IVF-Register frühe Signale eingeschränkter Fruchtbarkeit der Geschlumpften geprüft werden. Über das Krebsregister können Erkenntnisse über das Entstehen von Krebs durch die gentechnischen Veränderungen der Virus-RNA gewonnen werden. Eine Aussetzung der C19-Schlumpfung ist zu erwägen. Aha. Interessant. Also das ist ganz interessant. Was hat er hier für einen? Da hat er einen Schlumpfschwindel. Da geht es um einen Schlumpfschwindel. Peinlicher Zwischenfall für die Schlumpflobby. Die investigative Enthüllungsplattform Project Veritas hat ein Video veröffentlicht, in dem drei Pfizer-Wissenschaftler darüber debattieren, dass der Schlumpfstoff ihres Unternehmens nicht so wirksam sei wie die natürliche Immunität gegen C19. Das ist ja krass. So äußerte der an der Entwicklung des Schlumpfstoffs beteiligte Wissenschaftler Nick Carl. Das ist ja krass, hey. Wahnsinn. Zitat: Wenn jemand von Natur aus immun ist, wie bei C, hat man wahrscheinlich mehr Antikörper gegen das Virus. Wenn man das Virus tatsächlich bekommt, fängt man an, Antikörper gegen mehrere Teile des Virus zu produzieren. Es ist ja wie wenn man normale Schnupfen auch kriegt, dann produziert man Antikörper. Also sind die Antikörper zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich besser als die bei einer C-Schlumpfung. Ja, ist ja logisch. Karl bekannte sich aber dennoch klar zum geltenden Schlumpfregime und machte dabei auch deutliche, welche psychologischen Tricks angewendet werden, um die Menschen zum Schlumpfen zu bringen. Er äußerte dazu. Und jetzt wird's interessant. Die Stadt New York braucht Schlumpfpässe und so weiter. Es geht nur darum, es für Ungeschlumpfte so unbequem zu machen, dass sie sagen, Scheiß drauf, ich werde mich schlumpfen lassen. Verstehen Sie? Und das ganze Video können Sie hier sehen. Boah. Also diesen Link, den tue ich euch dann am Ende der Sendung auch in die Videobeschreibung rein. Aber das ist ja abartig, hä? Wahnsinn, was da abgeht. So. Natur ist immer besser, na klar. Natur pur. Ja, ich kenn einen Kollegen, der hat diese Einfachschlumpfung, wo man ja jetzt sagt, das reicht doch nicht, man braucht noch eine zweite. Und er hat von Anfang an nur Probleme. Die erste 2 Wochen richtig viel Fieber etc. So 40 Fieber hat er mal gesagt gehabt. Und ja, jemand anders, der hat auch ständig Probleme. Der hat praktisch die Armschmerze,
und so Sache. Ja, es ist einfach traurig, 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 was so einfach rumgeht. Jetzt kommen wir mal zur Schlumpfdosis. In diesem Sommer wurde das Vakzin des US-amerikanischen Herstellers, ja, von dem ich es gerade gehabt habe, J&J, in vielen Haushalten plötzlich zum absoluten Favoriten bei der Auswahl des Schlumpfstoffes. Der Grund, viele Bürger wollten in ihren Ferien eine Reise antreten und mit Blick auf das Serum von John & Johnson genügte ein Pieks sowie eine 2-wöchige Wartezeit und man konnte sich in den Urlaub verabschieden. Ja, jetzt kriege ich wieder eine Eilmeldung. Allerdings häufen sich mittlerweile Berichte über Impfdurchbruchsinfektionen, über Berichte über Durchbruchsinfektionen, die nach einer Schlumpfung mit J&J aufgetreten sind. Laut einer statistischen Auswertung des RKI kommt es bei der Verabreichung von J&J zu durchschnittlich 2600 Schlumpfdurchbrüchen auf 1 Million Schlumpfungen. Damit liegt dieser Wert weit höher als bei Schlumpfstoff Comirnaty aus dem Hause BioNTech und Pfizer. 900 Schlumpfdurchbrüche auf 1 Million Zweitschlumpfungen oder beim Vakzin von Moderna 500 Schlumpfdurchbrüche auf 1 Million Zweitschlumpfungen. Ja, das kann sein, dass man da Kopfweh hat. So, dann haben wir hier, mal gucken. Oh. Krass. Wir haben der 12. Der Handel, so eine kurze Eilmeldung. Der Handel warnt vor Lieferengpässen. Ne? Laut OE24, ja, österreichisches Nachrichtenportal, die schreiben hier: Corona führt weiterhin zu massiven Verwerfungen in den Lieferketten. 8 von 10 Händler kämpfen mit Lieferverzögerungen. Die Lieferengpässe treffen nicht nur die Produktion, sondern auch den Handel. Die Planungsunsicherheit beim Lagerstand ist durch die Pandemie immens gestiegen. Nun dürfte es im laufenden Quartal zu moderaten Preissteigerungen kommen, so der Handelsverband. Zudem drohen bei gewissen Produktgruppen zu Weihnachten Engpässe. Dann schreiben sie weiterhin, dass der Virus führt weiterhin zu massiven Verwerfungen in den Lieferketten. 8 von 10 Händlern kämpfen mit Lieferverzögerung. So Handelsverband Geschäftsführer Rainer Will am Dienstag in der Aussendung. Die Ursachen seien vielschichtig. Die großen Zwischenlager wurden in den ersten 3 Wellen abgebaut. Der Containermangel in Fernost hält an, höhere Inputkosten und der Nachfrageanstieg halten die Rohstoffpreise auf hohem Niveau. Engpässe bei Vorlieferanten sind nach wie vor auf Covid-bedingte Verzögerungen in internationalen Fabriken zurückzuführen. Die Preise für Container haben sich teilweise verachtfacht. Ja, wir haben übrigens eine gewaltige ja, Inflation mittlerweile, ja. Schon recht hoch bei manche Sachen um 50%. Und
Ich bin mal echt gespannt, wie es da weitergeht. Die schreiben hier jetzt, der Hauptgrund bestehe in den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie. In Europa laufe die Produktion teilweise noch immer nicht auf Hochtouren. Aus Asien komme weniger Nachschub als üblich, weil die Produkte zuerst im eigenen Land verkauft würden und die internationalen Zentrallager seien teilweise leer. Der steigende Lot-Trend, also der Wunsch, möglichst viele Geräte smart bedienen und zu vernetzen, aber auch pandemiebedingte Auftragsstornos zu Jahresbeginn, spitzen den globalen Mikrochip-Mangel zu. Ja, also da muss man sich überlegen, was man für ein Weihnachtsgeschenk dann mal sich kauft. Ob man jetzt irgendwie Kernseife kauft oder irgendeinen Computer. Ja, Kernseife oder Computer. Und die Verbraucher, die hätten ihr Geld während der Pandemie aber auch nicht für Auslandsreisen, Restaurantbesuche oder Hotels ausgegeben. Nein, viele, die haben das Geld in Garten investiert. Ja, in den Garten- und Landschaftsbau. Hat man mir heute bestätigt in einem Interview. Also bei den Garten- und Landschaftsbauern, da läuft es richtig gut. Und eben, da haben viele in Verschönerung der eigenen vier Wände investiert. Stichwort Kokoning bzw. Balkoning. Ja, oder Terranien. Und nun läuft das für Handelsumsatz und Ergebnis besonders wichtige vierte Quartal, schwächere Monate sowie teilweise die Corona-bedingten finanziellen Einbußen durch Abverkäufe, Sonderangebote und insbesondere Kampagnen im Rahmen des Black Friday kompensieren, so der Handelsverband. Welche Produkte bei den anstehenden aus Amerika nach Europa gekommenen Sondereinkaufstagen im November, Singles Day, Black Friday, Cyber Monday und zu Weihnachten am schwierigsten erhältlich sein werden, lasse sich aber kaum abschätzen. Also die werden dann weiterhin diese Verkaufstage sozusagen, ja, weiterhin wollen sie sie durchführen, aber sie wissen nicht, welche Waren dann zu Ende gehen. Jetzt haben sie eine Beschaffungskrise. Auszugehen ist jedoch davon, dass die Beschaffungskrise die gesamte Bandbreite an Waren aus Asien betrifft. Insbesondere Spielzeug, Laptops, Spielekonsolen, TV-Geräte, Waschmaschinen, Fahrräder, E-Bikes erwartet der Handelsverband. Auch bei Möbelbaubedarf, Schuhen, Dekoartikeln gibt es zurzeit viel längere Produktionslieferzeiten. Leute, kauft deutsche Produkte ein. Ihr müsst da nicht so einen China-Kack kaufen. Die Lieferzeiten sind je nach Modell und Marke ganz unterschiedlich. Auf manche Produkte gibt es Wartezeiten von 6 Monaten bis zu 2 Jahren. Heiligs Blechle. Eine Normalisierung sei in den kommenden Monaten nicht zu erwarten. Moderate Preissteigerungen im laufenden Quartal sind zu Handelsverband kaum vermeidbar. Will verspricht, der österreichische Handel arbeitet intensiv und laufen daran, die Engpässe bestmöglich auszugleichen. Wer für Weihnachten plane, Elektronik oder Haushaltsgeräte zu verschenken, sollte sich die Präsente aber jedenfalls möglichst frühzeitig besorgen. Ich muss dann auch mal nochmal was bestellen. 62% der Händler waren zuletzt laut Repräsentant Befragung von Handelsverband und des Beraters EY mit einer Steigerung des Lagerstands konfrontiert. 78% haben mit Lieferverzögerung oder Lieferantenausfällen zu kämpfen. Betroffen von Engpässen sind der stationäre und der digitale Handel. Hey, das ist ja Wahnsinn. Legt euch Vorräte an, ja, auch Wasser, sodass ihr für die nächsten 2 bis 4 Wochen auskommt, legt euch Konserven an, Gaskocher, Gasflaschen. Es könnte ja sein, dass mal der Strom ausfällt. Nicht nur für eine halbe Stunde. Man muss alles berücksichtigen.
Ja, also es gibt andere Länder, da geht's richtig ab. So. Und das tue ich noch in die Videobeschreibung mit rein anhängen. Also, das ist ja ganz interessant. So. Handel warnt vor Lieferengpässen bei Weihnachtsgeschenken. Da-da-da. Ich könnte mal eine Umfrage machen, was die Leute so gern kaufen wollen. Das wäre ja mal interessant zu wissen. So, jetzt haben wir noch ein wichtiges Thema. Was schreiben Sie denn hier? Oh la la. Aufgedeckt, eben so nah stand der Sozialist Olaf Scholz dem SED-Regime in der DDR. Ah, das ist ja hammermäßig. Das ist ein Bericht vom Hubertus Knabe. Hubertus Knabe. Du hast das Buch Blackout zu Ende gelesen. Was, Gott sei Dank, hast du einen digitalen Stromzähler? Ich auch seit heute. Ab 22 Uhr ist günstiger. So. So, was haben wir hier noch? Sekunde. Ui. Da sind wir hier. Die Annalena Baerbock weiß ein Lied davon zu singen, wie es ist, wenn Journalisten sich daran machen, ein Politikerleben auszuleuchten. Selbst kleinste Details können den Blick der Öffentlichkeit auf eine Person massiv verändern. Umso erstaunlicher ist es, dass bislang kaum ein Journalist sich für die Biografie von Olaf Scholz interessiert hat, insbesondere für die Anfänge seiner politischen Karriere in der SPD, als er nicht nur Helmut Schmidt und die NATO heftig bekämpfte, sondern auch eine große Nähe zu Exponenten des Machtapparats der DDR entwickelte. Dabei ist dieses Kapitel in seinem Lebenslauf von besonderem Interesse. Schließlich wollte Scholz nach der Wahl ursprünglich mit den Erben der SED in Koalitionsverhandlungen treten. Diese Geschichte soll deshalb hier erzählt werden. Eieieiei. Also es ist eine ganz, ganz lange Geschichte da. Und diese Geschichte, das ist ein langer Text. Ein extrem langer Text. Und das tue ich euch mal mit in die Videobeschreibung rein, verlinke unter die Top News.
So. Interessant. Genau. Guten Abend, Marita Herzog. Schön, dass du eingeschaltet hast. So, ja, da passt doch, es passt doch zu diesem Livestream, passt es doch mit der Maus, oder? Wer tappt als nächstes in die Falle? Um das so zu artikulieren. Menschenskinder. Steve Kibble ist auch da. Ja, klasse. Also, liebe Leute, ich habe hier noch ein bisschen was vor. Ich muss jetzt mein erzeugtes Material an den Redakteur des TV-Senders schicken, dass er einen Beitrag morgen machen kann, der dann, so wie es aussieht, morgen schon gesendet wird. Genau. Und ja, bei mir gibt es natürlich auch einen Beitrag. Und jetzt haben wir 0:35 Uhr. Ich habe einen stressigen Tag hinter mir gehabt. Einen stressigen Tag und schippe jetzt noch das Material durch die Leitung. Beides geht halt nicht, sonst leckt der Stream. Und morgen ist Mittwoch. Ich gucke mal, während das Zeug rüberlädt. Dann mache ich noch ein Video für euch mit ein bisschen Herbstimpression und Musik. Ja, und dann irgendwann gehe ich schlafen. Also, ich habe gestern Morgen nämlich schöne Herbstimpressionen. Ich wollte ja gestern das Video da euch zeigen. Aber ich habe gestern wundervolle Aufnahme gemacht. Das wollte ich euch eigentlich noch kurz zeigen. Da ein paar Bilder. Sekunde. Herbstimpression. Sekunde. Gleich haben wir es. Overlay hier. Achtung. Na, wie findet ihr denn das? Das war gestern Morgen. Das froscht. Das ist der zweite Tag gewesen, wo es Frosch im Garten gehabt hat. Schönes Bild, oder? Schön. Dann habe ich noch eins. Passt mal auf. Das sieht man so richtig, diese Eismöckeli. Eugen, immerhin bin ich mal nur spät statt zu spät. Ja, servus Eugen, schön, dass du auch mal im Live-Chat wieder drin bist. Schon lang nichts mehr. Guckt auch meine anderen Videos an und verschickt sie, die Grußvideos. Das wäre sehr lieb. Und dann habe ich hier noch ein Bild. Das ist so ein Zierapfel im Garten. Da hängt ein Tautropfen drunter von dem Eis und der Hintergrund leicht verschwommen. Tolle Sache, oder? Oder was ich da noch hätte anzubieten. Das sind mehrere Äpfel. Und dann habe ich noch etwas geknipst. Das sieht doch cool aus mit dem Blatt und mit diesem Insekt da unten dran. Das war echt schwierig, das
scharf zu bekommen, dass der Hintergrund unscharf ist, mit so einer tiefen Unschärfe. Alles mit der Videokamera, also das sind eigentlich Bilder von Videosequenzen. Und mit den Impressionen versuche ich mal so ein kleines 50-sekündiges Video zu machen. Schreibt mir dann dort in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt. Schaut mal diese Tautropfen an. Ist doch genial, oder? Ja. Ich bin nur am Überlegen, was ich den als Thumbnail verwende. Ey, wenn das eine Tigermücke ist, dann habe ich ja Glück gehabt. Ist das eine Tigermücke? Wer weiß, wer weiß. Keine Ahnung, ob es eine ist. Jo. Ja, und dann hat die Sonne natürlich auch noch gescheint über den Tannenspitzen. Also, das wird ein schönes Video. Das versuche ich mal nachher zu machen. Lad's hoch. Und dann stelle ich eine Zeit ein, dass es morgen früh online geht, vollautomatisch. Genau. Gut. Ja, du kannst dich auch irren. Ja, irren ist menschlich. Oh, das ist auch noch ein cooles Foto. Da wie die Eiskristalle auf den Blättern sitzen. Und links noch so Moos. Genau. Schaut übrigens auch mal bei meinem Kollege vorbei, Werner macht's. Der Link ist in der Videobeschreibung drin. Ja, der wird sich auch mal freuen. Und ja. 040, 041. Ich spiele euch jetzt noch Gutsnachtsliedle. Ein Gutsnachtsliedle. So, was wollen wir denn hören? Ein schönes Gutsnachtliedle. So, ob ich auch mal schlaf. Ab und zu mal zwischendurch. Genau. So, also, jetzt machen wir hier noch ein bisschen Party. Ich musste beim Livestream gestern am Schluss, das wer gestern dabei war live, das Lied umändern, weil da kam gleich die Urheberrechtskeule. Ja, da haben sie sich gerade beschwert und das konnte ich dann nicht nehmen. Tja, dann habe ich halt im Nachgang, habe ich es dann abgeändert, macht ja nichts. Und deshalb würde ich sagen, spiele ich das bekannte Lied, was früher immer bei den Live-Sendungen war. Limitless Electronima. Ich wünsche euch was. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal.
Ja, wenn euch der Livestream gefallen hat, ich freue mich natürlich auf ein Däumchen nach oben. Macht die Glocke an. Und wichtig für alle Smartphone-Nutzer, die Push-Up-Nachrichtenfunktion aktivieren. Sonst bringt die beste Glocke nichts. Folgt mir auf den anderen Kanälen. Ich wünsche euch was. Alles Gute. Bis dann. Ein schöner Abend. Gutes Nächtle. Oder wann auch immer ihr den Stream anschaut. Einen schönen Tag. Und tschüss.